letzten Jahren, da hat sich das halt jetzt verlangt, sagt sie. Oben bis unten alles vollgeschrieben ist, alles bunt. Das sind dann immer durchnummeriert, die ganzen Abgriffe mit den Zahlen, Feststellungszahlen. Dann ja. Ist eigentlich schon klar, was folgt. Ja, ich habe jetzt dort vom Phänotyp gesehen, südländisch aussehen, okay. Die drin gesessen haben und das war. Ja. Mal gucken, ob das. Wir fahren jetzt mal vorbei, gucken da nochmal rein. Ne? Mhm. Nur so, dass wenn die Polizei Anhaltesignal gibt, dass die direkt sofort anhalten müssen. Die kennt das nie, dass die erst bis zum nächsten sicheren Parkplatz dann geleitet werden. Das sagen wir das ganz oft. Mhm. Dass welche, wenn wir vorbeifahren, das Anhaltesignal geben, die sofort rechts ranfahren. Anhalten. Die Bürgerleitung 1 mit Anfrage an den Streifen im Bereich der 300 der Parkunterstützung. Wir haben versucht, ungarischen Kleintransporter zu kontrollieren, der unsere Anweisungen nicht Folge leistet. Sind jetzt an der Parkplatz Reitenholz vorbeigefahren. Versuchen ihn an der Anschlussstelle Marco Bläumer rauszuziehen. Das ist die Bürger 351. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Ford Tourneo. Ungarische Kennzeichen Anton Anton. In welcher Richtung fahren wir jetzt? Wir fahren jetzt Richtung Gottleuber, der heißt jetzt Sloschi eben, das Fahrrad Richtung Bad Gottleuber ist er schon unterwegs. Der Funk, das jetzt, wer ist das? Die FD, die gemeinsame Fahrtungsgruppe, mit Zivilfahrzeugen. Ja, wir sind näher dran als wir. Wir sind dran. Die waren hier auch dran. Wir haben hier 25 Personen in einen Transporter eingepfercht aufgefunden. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau mit einem Kleinstkind mit 8 Jahren, ein Mädchen. Dieser Fall zeigt deutlich auf, dass die Fahrer skrupellos vorgehen, um hier nur schnell Geld zu verdienen. Und die Gesundheit der Insassen kümmert ihn so gut wie gar nicht. Die 25 unerlaubt eingereisten Personen laut eigenen Angaben aus Syrien werden ebenfalls mit einem Bus jetzt von Hartmannsbach zur Dienststelle nach Bergishübel verbracht. Dort werden sie in Polizei. Die Personen befinden sich derzeit jetzt schon im Polizeigewahrsam. Alle weiteren polizeilichen Maßnahmen werden dann in Bergishübel durchgeführt durch die Bundespolizei. Wie war das jetzt für euch gewesen? War das jetzt was Besonderes? Oder wie geht es euch jetzt danach? Ja, langsam der Puls ist endlich wieder unten. Ne? Der war ja ziemlich hoch gegangen vorhin. Ich bin froh, dass es so abgegangen ist, ohne Blechschaden, ohne gesundheitliche Schäden für alle von uns. Und dass einen Erfolg gebracht hat in der Hinsicht, dass wir hier auch mal den Schleuser mit dabei haben und nicht bloß die Geschleusten. Ne?
dass die GfG in dem Bereich gerade war, dass die auch sofort die Verfolgung aufnehmen konnten und dann letztendlich jetzt auch den Zugriff so zeitnah durchführen konnten, dass die Verfolgungsjagd sich nicht noch unbändig länger hingezogen hätte, vielleicht noch durch über mehrere Orte und dort eine noch größere Fremdgefährdung für Unbeteiligte gewesen wäre. Gerade weil wir hatten ja Uhrzeit, war 7:30 Uhr, 7:35 Uhr, 8 Uhr geht die Schule los. Ja, da sind viele Kinder unterwegs. Ja, das wäre jetzt das Horror-Szenario schlechthin, wenn dort irgendwie ein Unfall passiert, wo vielleicht dann noch unschuldige Schulkinder in Mitleidenschaft gezogen werden. Okay. Also Ablauf werde ich hier jetzt was fotografieren. Zum Beispiel niemanden mit nach vorne. Nee, ich hab's abgelegt. Thank you.